Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Discworld Noir. Ich wollte gerade ein Mockbox sagen, aber das stimmt ja nicht. Wir wollen jetzt nochmal das Horstquartier, okay, das ist neu dazugekommen. Da könnten wir jederzeit mit Horst reden, wenn wir was Neues haben. Aber wir wollen ja jetzt mit Carlotta, so heißt sie ja, reden. Und reden wir mal mit Carlotta. Du bist noch hier? Dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Dann kannst du mir doch garantiert was über die Münze erzählen. Mir fällt dabei nichts ein. Okay. Sie gehörte Mundi. Sie sagt mir noch immer nichts. Okay. Über die Münze kann wir nichts reden. Reden wir mal. Möchtest du wissen, was mit Mundi passiert ist? Deshalb bezahle ich dich, oder? Tatsächlich. Das ist auch das Smalltalk, den wir schon hatten. Aber reden wir mal über das goldene Schwert. Ich möchte mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Tatsächlich? Ich kann es gar nicht abwarten. Nicht hier. Hier gibt es zu viele Leute. Bei dir oder bei mir? Bei dir sind wir vermutlich sicherer. Gehen wir. Unterwegs schwiegen wir die meiste Zeit über und es herrschte eine gewisse Anspannung zwischen uns. Bei den Göttern. Es gefiel mir. Nun, wir sind allein. Worüber möchtest du mit mir sprechen? Du hast eine Menge Tricks auf Lager, Carlotta. Es ist dir gelungen, mich wie eine Marionette zu führen. Wovon redest du da? Ich rede davon, dass du mich belogen hast, Schätzchen. Du hast mich benutzt, um Mundi zu finden, und als ich ihn gefunden hatte, wolltest du mich loswerden. Du bist ja paranoid, Luten. Oh, ich weiß, dass ich paranoid bin. Aber du kannst trotz meiner Paranoia heimtückisch und verlogen sein. Erzähl mir vom goldenen Schwert. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Oh, ich glaube doch. Und das gilt auch für Jasper Horst. Du hast mit Horst gesprochen? Ja, ich habe mit Horst gesprochen. Und er schien zu glauben, dass ich über das Schwert verfügte. Offenbar hatte Mundi es. Aber er starb, bevor er es übergeben konnte. Horst glaubt, dass ich ihn umbrachte und das Schwert nahm. Ich wollte dich nicht in diese Sache verwickeln, Luten. Sie ist zu gefährlich. Oh, spiel jetzt nur nicht die hysterische Frau, Carlotta. Das zieht bei mir nicht. Na schön, du hast recht. Ich habe dich benutzt. Jeder benutzt jeden, Luten. So ist das nun einmal. Freundschaften entstehen dann, wenn man jemanden so lange benutzt hat, dass es zur Gewohnheit wird. Das klingt ziemlich bitter. Es ist eine bittere Welt. Was jetzt? Erzähl mir alles. Warum? Weil du mich brauchst. Ich brauche niemanden. Das möchtest du gern glauben, nicht wahr? Aber selbst du bist nicht völlig unabhängig. Zum Beispiel brauchst du das Geld des Grafen. Ein Wort von mir und du sitzt auf dem Trockenen. Er würde es nicht wagen. Er ist zu sehr an die Tradition gebunden. Vielleicht. Aber kannst du es dir leisten, ein Risiko einzugehen? Was schlägst du vor, Luten? Eine faire Übereinkunft. Ich helfe dir, das Schwert zu bekommen, und wir teilen den Profit. Glaubst du, mir genug Vertrauen schenken zu können? Nein, aber hier geht es nicht um Vertrauen, sondern um Geld. Du traust mir nicht mehr als Horst, aber ich schätze, du würdest mit ihm zusammenarbeiten, um an das Geld zu kommen. Du bist ein schlauer Bursche, Luten. Aber in einem Punkt irrst du dich. In welchem? Ich traue dir mehr als Horst. Oh, ich bin gerührt. Vermutlich hättest du mehr Vertrauen zu einer Klapperschlange als zu Horst. Du kannst Personen gut beurteilen. Wer lange genug mit Abschaum zu tun hat, kann schließlich verschiedene Arten von Abschaum unterscheiden. Horst gehört zur verräterischen Art. Was ist mit mir? Du bist eine Frau, Carlotta. Und das ist kein Kompliment. Warum hasst du Frauen so sehr? Ich hasse jeden und alles. Niemand bekommt eine Sonderbehandlung. Erzähl mir jetzt die wahre Geschichte in Hinsicht auf Mundi und dich. Mundi war nicht mein Geliebter, sondern ein Verbindungsmann. Er sollte das Artefakt aus Zorta bringen, aber irgendetwas ging schief. Ich weiß nicht, was passierte. Mundi erschien nicht zum vereinbarten Zeitpunkt. Ich fuhr mit Regin zum Kai, aber er war nicht da. Weißt du, was anschließend mit Regin geschah? Er setzte mich am Tempel der geringen Götter ab und bei jener Gelegenheit sah ich ihn zum letzten Mal. Kannte er die Hintergründe? Regin? Ha, nein, ich habe ihm nichts gesagt. Er hätte alles zum Grafen weitergetragen. Das gäbe dir ein gutes Motiv, um Regin zu töten. Meine Güte, du bist wirklich misstrauisch, nicht wahr? Ja. Das ist ein Hobby von mir. Gibt es sonst noch etwas, das du mir verschwiegen hast? Es gibt sicher viele Dinge, die ich dir nicht gesagt habe. Aber eine Frau muss auch das eine oder andere Geheimnis wahren. Du bedeutest Schwierigkeiten, Carlotta. Gib es zu, Luten. Du bringst dich gern in Schwierigkeiten. Oh ja. Yeah. Und wenn das stimmt? Ich weiß, wie es in dir aussieht, Luten. Du bist wie alle Männer, nur noch etwas mehr. Als sie mich küsste, brannte Feuer in meinen Augen. Ich fühlte mich lebendig. Haben Sie jemals eine Person geküsst, von der Sie nicht wussten, ob Sie sie lieben oder hassen sollten? Nun, abgesehen von der Schwiegermutter, meine ich.
Es liegt mir fern, mich in ihr Privatleben einzumischen. Ich möchte nur meine Reaktion veranschaulichen. Irgendetwas veränderte sich in mir und ich wusste, dass ich nie wieder so sein würde wie vorher. Ich schätze, wir haben eine Vereinbarung getroffen. Mit meiner Intelligenz und deinem Aussehen könnten wir es weit bringen. Wie wär's mit meiner Intelligenz und deinem Aussehen? Auch dann kämen wir weit, nur in eine andere Richtung. Okay, dann reden wir noch mal ganz kurz über die Fracht der Milka, die wir abholen wollten. Bestimmt weißt du etwas über die Fracht der Milka. Ja, eine Kiste von mir gehörte zur Ladung. Darin befand sich nichts Wertvolles. Sie sollte Mundi nur die Möglichkeit geben, das Schwert zu verstecken, falls das notwendig werden sollte. Aber das Schwert war nicht in der Kiste. Nein, als ich die Kiste zum letzten Mal sah, hatte Regin sie. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Hast du irgendetwas, das mir helfen könnte, sie zu finden? Ich habe Frachtpapiere. Ich überlasse sie dir gern, wenn du etwas damit anfangen kannst. Vielleicht kann ich das tatsächlich. Derzeit bin ich für jeden Hinweis dankbar. Okay, wir haben jetzt auch Frachtpapiere. Die schauen wir uns jetzt mal ganz schnell an. Frachtpapiere, hier unten. Carlotta hatte mir den Frachtbrief für ihre Kiste an Bord der Milka gegeben. Woher hast du die Frachtpapiere? Mundi schickte sie mir per Kurier. Du wirkst enttäuscht. Vielleicht habe ich mir etwas Interessanteres erhofft. Okay, danke. Wir sehen uns wieder, Carlotta. Das hoffe ich. So, dann gehen wir wieder raus. Und gehen zum Pier 5 und zeigen jetzt mal dem Wächter hier unsere Frachtpapiere. Damit dürften wir ja jetzt unsere Kiste holen. Da bin ich wieder. Wie wär's, wenn wir eine Party veranstalten? Oh ja, Party wie 1959. Yeah. Okay, das war's. Reden wir mal über Frachtpapiere. Ich bin gekommen, um Fracht abzuholen. Oh, natürlich. Völlig klar. Und das soll ich dir abnehmen, wie? Ich meine, du kommst hierher und fragst nach der Fracht, ohne dass ich dir Auskunft gebe. Und dann erscheinst du plötzlich, um Fracht abzuholen. Du glaubst wohl, ich sei von gestern. Nun, ich kann diese Versandpapiere deinem Boss vorlegen und ihn darauf hinweisen, dass du mich nicht ins Lagerhaus lässt. Na schön. Nun, wir wollen doch nichts überstürzen, oder? Ich meine, ich muss doch skeptisch sein, oder? Ich bin Wächter. Wohin kämen wir, wenn Leute wie ich nicht ein wenig zynisch wären? Na schön, na schön. Du hast gewonnen. Der Wächter sah sich nervös um. Die Sache ist mir sehr peinlich. Sie ist nicht da. Was soll das heißen, sie ist nicht da? Keine Ahnung. Vielleicht wurde sie überhaupt nicht hierher gebracht. Möglicherweise holte sie jemand direkt vom Schiff ab. Ich will keine Ausflüchte hören. Ich möchte die Kiste. Ich überredete den Wächter schließlich, mir das Hauptbuch mit den letzten Lieferungen zu zeigen. Die Milka hatte zwei unterschiedliche Frachten geladen. Einige Weinfässer, die zum Kaffee angebracht worden waren, und mehrere Behälter, im Hauptbuch als Warbergkisten aufgeführt. Nach der Auskunft des Wachmanns wurden sie von der Gilde der Archäologen, Antiquitätenhändler und Grabausräumer abgeholt. Ich schätze, irgendwo befand sich die im Frachtbrief erwähnte von Überwaldkiste. Aber der Wächter wusste nichts von ihr und im Lager wies nichts darauf hin. Oh, dann werden wir jetzt mal zur Gilde der Tomb Raider gehen. Vielleicht finden wir ja eine Lara Croft davor. Okay, nein, wo ist denn diese? Ah, Archäologengilde. In Ankh-Morpork gab es etwa 300 Gilden. Die meisten von ihnen drängten sich zwischen der unsichtbaren Universität und dem Palast des Patriziers zusammen. Von der Assassinengilde bis zur Bettlergilde. Alles stolze Gruppen, die in ihrer gegenseitigen Arroganz badeten. Ich verabscheute ihre Selbstgefälligkeit und ihren banalen Zank. Noch viel mehr verabscheute ich den Umstand, keiner Gilde anzugehören. Ja, wir könnten unsere eigene Gilde der privaten Schlüffler gründen. So, gucken wir uns mal die Tür an. Die Eingangstür des Gildenhauses wies eine Klappe auf. Hier gab es vermutlich keine Politik der offenen Tür. Das Wappen der Gilde war deutlich zu sehen, ebenso das Motto Serpentis Odi. Die Gilde wäre sicher nicht sehr erfreut gewesen, wenn ich ihr Schild gestohlen hätte. Ach, warum? Ein Hündchen, oh, Hündchen, süßes Hündchen. Ich war kein Fachmann für Hunde, glaubte aber dieses schwarze, reinrassige Exemplar als einen klatschianischen Jagdhund der Gattung Kelef Klatscher Ani zu erkennen.
Die Kelev-Klatscher Ani waren klein, stolz und erbarmungslos und erfreuten sich bei den Hundezüchtern im Bereich des Runden Meers großer Beliebtheit. Es erschien mir rätselhaft, warum sich dieser Hund in den Straßen herumtrieb. Können wir den Hund mitnehmen? Ich dachte daran, den Hund zu streicheln, aber er starrte mich auf eine Weise an, die mich zögern ließ. Schade. Okay, gehen wir mal rein. Hallo? Mach auf! Schon gut, schon gut. Warte, was willst du? Kann ich eintreten? Bist du Mitglied? Nein. Dann lautet die Antwort, nein, nur Mitglieder haben Zutritt. Wie werde ich Mitglied? Nur Mitglieder haben Zutritt? Das habe ich gesagt. Es war nicht als Scherz gemeint. Und wenn mit euren sanitären Anlagen was nicht in Ordnung ist? Wie meinst du das? Ich meine, ihr lasst doch Klempner eintreten, damit sie notwendige Reparaturen vornehmen können. Ja, da hast du recht. Gehören Klempner zur Gilde? Nein, wir tragen sie ein. Könnt ihr mich dann vielleicht eintragen? Wenn du mich einträgst, dann könnte ich dieses Gebäude betreten, nicht wahr? Stimmt. Was muss ich tun, damit du mich einträgst? Du kannst mich nicht dazu veranlassen, dich einzutragen. Du gefällst mir einfach nicht. Ich gefalle dir nicht? Was ist das denn für eine Ausrede? Es ist die Wahrheit. Gibt es eine andere Möglichkeit, ins Gebäude zu gelangen? Such dir ein Gildenmitglied, das dich einträgt, oder werde selbst ein Mitglied der Gilde. Großartig. Ich muss also hier warten, bis ein Gildenmitglied aufkreuzt, das mich einträgt. Halte nicht den Atem an. Ja, ich will Mitglied werden. Wie wird man Gildenmitglied? Dazu musst du ein Gildenmitglied finden, das für dich bürgt. Schon gut. Ich erkenne eine verlorene Sache, wenn ich ihr begegne. Ja, okay. Liste der Gegenstände. Kannst du mir vielleicht was über die Münze erzählen? Weißt du, was dies ist? Es sieht nach einer Münze aus dem frühen Sortanischen Reich aus. Sehr eindrucksvoll. Nicht unbedingt wertvoll, aber doch ein hübsches Stück. Man sollte sie in einem Museum unterbringen. Ich könnte sie der Gilde stiften, wenn du möchtest. Oh, das wäre sehr nett. Lässt du mich dafür eintreten? Nein, aber ich würde dich weniger verabscheuen. Vergiss es. Kannst du auf den Zahn? Ich wollte den gestohlenen. Okay. Schlüssel? Ich wollte mit... Okay. Das klappt auch nicht. Vielleicht haben wir irgendwelche Informationen. Weinfässer. Weißt du etwas über die Weinfässer, die sich an Bord der Milka befanden? Hör auf damit! Die von Überwaldkiste. Weißt du etwas über die von Überwaldkiste, die sich an Bord der Milka befand? Hör auf damit, meine Zeit zu vergeuden! Okay, dann die Wardenbergkiste. Einige Kisten von der Milka wurden hierher gebracht. Sie sind für eine Person namens Warberg bestimmt. Darüber kann ich nicht mit dir sprechen. Es handelt sich um eine offizielle Angelegenheit der Gilde. Donnerwetter! Man kann die Großbuchstaben fast hören. Goldenes Schwert. Weißt du etwas über ein goldenes Schwert? Ein goldenes Schwert? Offenbar geht den Göttern die Fantasie aus. Schwerter, um Seelen zu stehlen, Könige zu verkünden. Oh, man sollte meinen, dass ihnen nach all der Zeit mal was Neues einfällt. Es sind immer Schwerter oder Hörner. Hörner, um Heere aus Untoten zu rufen. Hörner, um die Apokalypse anzukündigen. Vergiss einfach, dass ich dieses Thema angeschnitten habe. Okay, ich komme hier anscheinend nicht weiter. Dann gehen wir mal ins Café Ankh. Café Ankh da oben. Und schauen nach den Weinkisten. So, das waren die Weinkisten. Gucken wir Falltür. Ich wusste ganz genau, dass ich ohne Erlaubnis und den richtigen Schlüssel nicht nach unten gehen konnte. Richtiger Schlüssel. Mal gucken, ob der Schlüssel zufällig passen würde. Mit Regens Schlüssel ließ sich die Tür des Weinkellers nicht öffnen. Es war nicht einmal die richtige Art von Schlüssel. Außerdem mochte ich Samael und ich wollte nicht ohne seine Erlaubnis in den Weinkeller einbrechen. Okay, fragen wir mal Samael. Samael, hier. Samael. Herr Luton. Wir reden jetzt mal Tacheles über Weinfässer. Ein Teil der Milka-Fracht wurde offenbar hierher geliefert. Das stimmt. Die Milka bringt uns immer ephibianischen Wein.
Wo befindet sich die Lieferung jetzt? Im Weinkeller. Das meiste davon. Einen Teil verkaufen wir weiter. An wen? An viele verschiedene Leute. Im Keller gibt es eine Schachtel mit Quittungen, wenn es dich interessiert. Ja. Ich gebe dir den Schlüssel. Oh, danke. Ja, so kommt man in den Weinkeller. Perfekt. Man muss die Leute nur nett fragen und nicht einfach irgendwie versuchen einzubrechen. So. Jetzt müssen wir nur den richtigen Schlüssel nehmen. Das war der falsche. Das ist der richtige. Schlüssel zum Weinkeller. Und was finden wir hier? Vor einigen Jahren wäre es mein Traum gewesen, im Weinkeller des Café Ankh zu stehen. So viele Fässer mit erlesenem Wein. Sogar Chateau Hector aus dem Jahr des Rüsselkäfers. Mein Lieblingswein. Ich träumte auch von Ilsa, von Zeit zu Zeit. Deshalb vergewisserte ich mich, keinen Schlafanzug zu tragen, als ich hineinging, um Ilsa zu begegnen. Hallo. Zwei Kastanien. Zwei Kastanien war nicht imstande, mit mir zu reden. Meine Ex-Geliebte Ilsa und ihr Begleiter Zwei Kastanien versteckten sich im Weinkeller vor der Assassinengilde. So sieht man sich wieder, Ilsa. Ich sollte mich besser daran gewöhnen, dich dort anzutreffen, wo ich es am wenigsten erwarte. Beim Casino hast du dich nicht verabschiedet. Was ist passiert? Wir konnten entwischen, was wir dir verdanken. Nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert? Du hast uns das Leben gerettet, Luton. Lu? Lu? Bist du das? Was ist los mit ihm? Er liegt im Delirium. Er wurde verletzt. Lass mich einen Blick auf seine Wunde werfen. Bestimmt erholt er sich bald. Er braucht nur Gelegenheit, sich ein wenig auszuruhen. Er verliert immer wieder das Bewusstsein, aber bestimmt geht es ihm bald besser. Bestimmt. Was ist passiert? Es war Remora. Er ist uns gefolgt. Gibt einfach nicht auf. Er ist ein Assassine. Es ist sein Job. Wenn Assassinen bezahlt sind, ist das Zielobjekt so gut wie tot. Sie erfüllen jeden Kontrakt. Sie veranstalten auch große Soireen und wenn sie jemanden einladen, so akzeptieren sie keine Ablehnung. Das tröstet mich kaum. Wenn man es mit einem Assassinen zu tun hat, so weiß man wenigstens, dass man nicht von irgendeinem Halunken umgebracht wird. Assassinen sind sehr tüchtig. Übung macht den Meister, könnte man sagen. Ich wollte mal Assassine werden. Und was hat dich daran gehindert? Das Übliche. Kräfte, die sich meiner Kontrolle entzogen. Bist du das? Aus Casino hast uns Leben gerettet. Wir seien in deiner Schuld. Damit du vielleicht haben recht. Wir brauchen deine Hilfe, Luton. Habe ich nicht schon genug für dich getan? Ich weiß, dass ich damit ziemlich viel von dir verlange, nach allem, was geschehen ist. Frauen, für euch ist es nie genug, oder? Bitte, du musst einen sicheren Ort für uns finden, wo wir uns verstecken können. Warum? Warum sollte ich dir helfen? Warum sollte ich irgendetwas für dich tun? Nicht für das, was geschehen ist, Luton. Für das, was wir einst hatten. Wir hatten einen Traum. Das Dumme ist nur, dass ich erwachte und mich an ihn erinnern konnte. So, dann würde ich sagen, weil die Zeit auch schon wieder ein bisschen vorangeschritten ist, bevor wir mit Ilsa weiterreden, machen wir hier eine kleine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.